liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen im ersten Wochenende im Mai. Am ersten Wochenende Mai, irgendwie so. Und ja, wir sind kurz vor Muttertag. Für alle, die es noch nicht wissen, morgen am Sonntag, den 8. Mai, ist Muttertag. Es ist zwar gegebenenfalls schon zu spät, wenn ihr das Video seht, aber sagt nicht, ich hätte euch nicht dran erinnert. Ja, so ist es. Ja, diese Woche habe ich 3 Bücher geschafft. Davon war eins ein Kurzroman mit 77 Seiten. Und ja, es hat etwas ganz, ganz Tolles begonnen, aber dazu ein bisschen später mehr. Ja, ich habe gelesen Pharos von Laura Labas. Ich habe das Buch bei einer Leserunde auf Lovely Books gewonnen, also das E-Book. Und es wird so sein, dass man wirklich die Möglichkeit bekommt, jeden Teil der 5-teiligen Reihe zu lesen. Und habe mich in dieser Woche eben über den ersten gestürzt. Und ja, was ich natürlich zu dem Buch zu sagen habe und zu den anderen, ihr findet immer die Minutenanzahl unten natürlich in der Infobox. Und das zweite Buch ist Elingard von der lieben Elvira Zeisler. Das ist der erste Teil einer Trilogie, glaube ich. Und der erste Teil ist Der Pfad der Träume. Und das Kurzbuch sozusagen ist Omi von Stephen King, das in einer Heine-Special-Aktion kommen da jetzt eben diese Kurzgeschichten und Stephen King raus. Und das haben wir diese Woche sogar gemeinsam gelesen in einer wunderbaren Gruppe. Und ja, wie gesagt, ihr findet unten, wann ich mit jeder Rezension sozusagen beginne. Und ich glaube, wir reden nicht lange drum und fangen einfach direkt mal an mit Pharos von Laura Labas. Ist im Oktober 2014 erschienen. Aktuell gibt es 5 Teile. Ich glaube, es ist dann auch beendet, soweit ich das verstanden habe. Und es ist die unwandelbaren Reihe. Und es hat 434 Seiten, kostet als E-Book 2,99 und als Taschenbuch ist es für 12,99 zu ergattern sozusagen. Ja, die Lovely Books Leserunde, das hat mich sehr angesprochen. Zum einen durch das Cover, das mal nach was ganz anderem aussieht. Und ich mag Geschichten mit so Gestaltwandlern, wenn man so möchte. Und eben Menschen, die eben irgendwie in Tiere oder irgendwie in andere Gestalten eben wandeln können. Und ja, die Pharos sind genau sowas. Die können eben in andere Tiere wandeln und haben dann ein Totem mehr oder weniger. Und in das sie eben in dieser Gestalt sie dann eben immer, wenn das in der Nähe ist, ja im Grunde auftauchen können. Und die Geschichte beginnt relativ schnell, der Einstieg war sehr gelungen, und zwar es geht um Raina, die eben ein Pharos ist, aber eigentlich gar nicht zu Beginn weiß, was sie ist. Sie ist, glaube ich, ein 18-jähriges Mädchen, hat einen sehr guten Freund Glenn und eine beste Freundin Felicity. Die beiden mögen sich wiederum gar nicht und zicken sich eigentlich so die ganze Zeit ein bisschen an, was ich tatsächlich ein bisschen anstrengend fand. Aber Felicity ist auch eine Pharos, und als ja im Grunde bei ihr beginnt, die Ausbildung beginnt, erfährt eben auch Raina, was sie ist, und kommt da im Grunde Caden ein bisschen näher, der sozusagen ein bisschen der Lehrmeister ist, wenn man so möchte, und ja, erklärt ihr eben so im Geheimen, weil sie eben nicht möchte, dass es öffentlich ist, was es mit den Pharos auf sich hat und was der Unterschied zwischen Pharos und Gestaltwandlern ist, denn da gibt es eben einen, was die Geschichte wirklich sehr interessant und neuartig macht. Das reicht aber noch gar nicht für die Geschichte, denn es passieren eben Morde, und es beginnt mit einer toten Lehrerin oder einer toten Direktorin von Raina. Es geht weiter mit ihrem vermissten Freund, also festen Freund, und ja, es scheint hier irgendwie ein Zusammenhang zu bestehen. Zudem gibt es auch familiäre Differenzen bei Raina, was die Großeltern und ihre Eltern so angeht, weil sie eben spürt, durch dem, dass sie eine Pharos ist, dass irgendwas in der Familiengeschichte nicht stimmen kann. Und es gilt eben nicht nur, die Pharos kennenzulernen, sondern eben auch so ein bisschen das Familiengeheimnis zu lüften und eben auch die Morde aufzudecken. Also wie ihr seht, viel, viel Geschichte, und das wirklich in einer tollen Story. Also mir hat die Geschichte wirklich sehr viel Spaß gebracht. Und ich fand es einen unglaublichen Einriss in die Geschichte. Man war sofort drin, man hat sofort Bewegung gehabt, Lebendigkeit gehabt. Und auch der Schreibstil, den finde ich wirklich sehr gelungen. Der macht mir sehr viel Spaß, ist sehr flüssig. Die Geschichte ist in der Ich-Form erzählt, was ich immer sehr gerne mag.
um beim Ich zu bleiben, weil ich finde, man spürt einfach bei einer Ich-Form wirklich Gefühle, Gedanken, Emotionen viel, viel intensiver, als wenn uns ein Zuschauer sozusagen die Geschichte erzählt. Und in dem Fall sind wir eben Rainer und haben eben ihre Gedanken, ihre Gefühle, alles so live dabei. Rainer als Protagonistin fand ich persönlich ein bisschen schwierig. Ich bin nicht so recht warm mit ihr geworden, weil sie sich für ihre 18 unglaublich kindisch benimmt, manchmal sehr trotzig ist, so unbegründet sauer und beleidigt und manchmal auch unglaublich naiv ist. Und das hat für mich persönlich nicht zu einer 18-Jährigen gepasst. Das hätte vielleicht zu einer 15-Jährigen irgendwie gehört, aber eine 18-Jährige würde sich in meiner Fantasie anders benehmen, war einfach mein Gedanke. Und auch wie sie oftmals mit ihren Freunden oder auch mit Caden und mit ihren Großeltern umgeht, das war für mich immer nicht so ganz verständlich. Dementsprechend ist es natürlich ein bisschen schwierig, wenn man mit der Protagonistin, die einem was in der Ich-Form erzählt, wenn man mit der nicht warm wird, oh, dann ist es immer ein bisschen schwieriger. Aber das ist wirklich so der einzige Kritikpunkt, ist für mich wirklich Rainer, weil ich die anderen Charaktere wirklich toll ausgearbeitet fand. Auch wirklich, dass man was aus denen ihre Geschichte erfahren hat, dass die auch die Geschichte weitergebracht haben. Auch so diese Rätsel mit den Morden, wer steckt da dahinter, was könnte es sein? Und dann gibt es eben auch so ein bisschen noch die große Unbekannte, die Rainer, also den Rainer sozusagen im Keller trifft. Und das sind so Punkte, die ich unglaublich spannend fand, auch durch dieses mit diesen Pharaos, die eben was anderes sind als typische Gestaltwandler, wie man sie eben aus anderen Fantasy-Geschichten vielleicht kennt. Und auch das fand ich unglaublich neuartig. Ich fand die Welt, die Laura Labers erschaffen hat, wirklich sehr fantasievoll, sehr, sehr echt hat es sich angefühlt. Also wirklich, als würde man da irgendwie mit agieren, als wäre man da mit dabei, als wären Pharaos etwas ganz Selbstverständliches und ja, gar nichts Neuartiges, was es aber eigentlich war. Fand ich sehr toll, wie das rübergebracht wurde. Und ich freue mich jetzt wirklich, dass es weitergeht. Das zweite E-Book ist schon bei mir sozusagen zu Hause. Ich lese jetzt natürlich erstmal zwei, drei andere Bücher noch, werde aber auf jeden Fall diese Reihe weiterlesen, um eben auch im Austausch in dieser Leserunde mit dabei zu sein. Weil ich das immer sehr, sehr schön finde, wenn man gemeinschaftlich liest. Und gerade bei einer Leserunde auf Lovely Books ist das halt echt toll organisiert. Und das sind halt Leute, manche sind natürlich jetzt schon im zweiten Buch, andere haben erst mit dem ersten angefangen, also es ist sehr unterschiedlich. Ich packe euch auch mal die Leserunde unten in die Infobox, wenn euch das interessiert, guckt da gerne einfach mal vorbei, weil es wirklich ein Buch ist, wo mich der erste Band wirklich sehr begeistert hat und man wirklich Lust hat, weiterzulesen. Und ja, es ist eben einfach so ein bisschen Urban Fantasy, was mir eben auch einfach sehr viel Spaß bringt und mir sehr viel Spaß gebracht hat in der Woche und mich ja, tatsächlich sehr, sehr gut unterhalten hat, obwohl ich ja tatsächlich ein bisschen kritisch war. Aber das hat sich dann im Grunde als total unberechtigt begründet. Wie sagt man das? Oh, mir fehlen heute die Worte, aber okay. Also die Woche begann auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Ich habe diese Woche auch so ein bisschen parallel gelesen, E-Book und Taschenbuch. Dementsprechend habe ich die Bücher relativ parallel gelesen. Und das klappt komischerweise bei verschiedenen Medien eigentlich ganz gut. Also ich bin ja nicht so der Parallelleser. Habe aber tatsächlich gemerkt, wenn ich das getrennt vom Gerät sozusagen lese, dass es relativ gut ging. Also dementsprechend werde ich das öfter mal ausprobieren. Und ja, als Taschenbuch habe ich gelesen Edingard, der Pfad der Träume von Elvira Zeisler, was, wie ich finde, ein sehr, sehr schönes Cover hat. Es schreit nach Fantasy mit diesem fliegenden Pferd, dem Pegasus, und auch die Farbkombination. Es wirkt alles so ein bisschen träumend. Also das ist absolut ja, sehr toll gelungen, hat Elvira sehr toll ausgewählt oder vielleicht auch dran mitgearbeitet. Ja, das E-Book kostet 3,99 €, das Taschenbuch, so wie ich es in Händen halte, 12 €, hat 421 Seiten und ich habe von Elvira Zeisler ja schon etwas gelesen und war daher sehr gespannt, was mich hier erwarten wird, und ich bin ja ein Fantasy-Kind und habe mich eben darauf gefreut, und bei diesem Cover, da kann ja keiner Nein sagen, wenn man das angeboten bekommt, zumindest ich nicht. Ja, wir haben hier Cassie, ein junges Mädchen, das sehr lebendige Träume hat und in diesen Träumen immer von einem Jungen namens Julian träumt. Und sie ist Studentin in Münster, also die Geschichte spielt auch in Deutschland. Und beide haben irgendwie gefühlt gemeinsame Träume, treffen sich eben auch immer in den Träumen. Und es dauert so ein bisschen und wir erfahren, dass Julian tatsächlich ein echter Mensch ist,
der aber eben in Edingard ist, in einer Parallelwelt zu unserer Welt. Und er ist dort ein Gefangener. Und die gemeinsamen Träume machen tatsächlich dann auf einmal Sinn für Cassie. Und sie geht eben auf die Suche nach Edingard und begibt sich eben in diese Welt, in diese Parallelwelt, die sie eben aus ihren Träumen kennt. Das alles macht Cassie leider ein bisschen sehr naiv. Muss man wirklich ehrlich sagen. An mancher Stelle hätte ich sie auch gerne geschüttelt. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass das jetzt im Grunde schon die zweite Protagonistin in dieser Woche ist, wo ich denke, ach Mädel, ach, lass dich mal schütteln. Auch hier hatte ich ganz oft den Drang, Cassie einfach mal zu schütteln und ihr zu sagen, Mädel, so geht es nicht. Ganz anders dafür Edingard. Das ist sehr mittelalterlich, sehr rau, sehr hart. Und ist toll beschrieben. Also das hat Elvira wirklich ganz, ganz toll hinbekommen, wie sie uns Edingard näher gebracht hat. So wirklich dieses Mittelalterliche, wie man es sich eben vorstellt, wie man es ja auch aus High Fantasy sehr oft kennt. All das sind Elemente, die man einfach spürt, in denen man auch einfach, also ich zumindest auch immer so schnell zu Hause ist, sich das vorstellen kann, wenn die Fantasie so mit einem durchgeht. Das ist unglaublich toll beschrieben und eben auch die Beziehung zwischen Julian und Cassie hat... ja, mir tatsächlich ganz, ganz gut gefallen. Es war ein gutes Buch. Der Stil von Elvira ist wirklich sehr, sehr gut. Mir macht das Lesen Spaß. Leider war diese Geschichte ein bisschen vorhersehbar. Und das fand ich wirklich schade, weil es die Spannung da einfach ein bisschen genommen hat und man eigentlich schon immer so ein bisschen wusste, wo wird's hingehen. Und ich das einfach wirklich schade fand, weil ich mich gerne hätte ein bisschen mehr überraschen lassen und eben ein bisschen... Unvorhersehbares gehabt hätte, auf das ich mich einlassen kann. Also Wendungen, mit denen keiner rechnet, zum Beispiel helfen daher auch weiter, aber das war hier leider nicht so ganz gegeben. Es gibt auch wenig Interaktion mit denen, die eben innerhalb der Geschichte, also die agieren sehr selten miteinander. Man hat halt oft wirklich einen langen Geschichtsstrang. Cassie, dann trifft sie mal zum Beispiel auf Julian oder ne, dann auf andere, aber es ist halt sehr wenig miteinander. Das hat irgendwie das Lesen auch ein bisschen anders gemacht, weil man ja doch eigentlich sehr viele Dialoge oder sonstiges gewöhnt ist und das auch seinen Grund hat, warum es das gibt, weil man fühlt sich hier sehr viel einsam. Also hatte ich einfach so das Gefühl. Allerdings ist wirklich die Welt in Edingard unglaublich lebendig, sie fühlt sich echt an und ich fand auch die Atmosphäre, die geschaffen wurde, fand ich unglaublich gelungen. Also es war ein gutes Buch, ein guter Auftakt. Es ist jetzt aber nichts, wo ich sage, es ist etwas Besonderes, was mich wirklich total geflasht hat. Es war halt gut. Und es muss eben auch gute Bücher geben. Ich möchte das ja gar nicht abwerten, aber es ist eben jetzt kein Buch, wo mich komplett gefangen genommen hat und ich jetzt den Drang hätte, unbedingt weiterzulesen sofort. Aber es war ein gutes Buch, was mich angesprochen hat und gerade die Atmosphäre von Edingard fand ich sehr, sehr besonders und sehr schön und auch diese Idee. Ich weiß gar nicht, warum es so viele Bücher aktuell gibt, die sich mit Träumen beschäftigen, also gerade nach Silber von Kerstin Gier. Danach kam ja Pandora, das sich ja auch mehr oder weniger um Träumen beschäftigt hat und jetzt hatte ich Edingard in der Hand, wobei, glaube ich, Edingard noch vor Pandora erschienen ist. Aber das ist, wo ich denke, jetzt sind scheinbar mal Träume dran. Also es scheint die Menschen tatsächlich zu interessieren, was passiert in unseren Träumen und in unseren Traumwelten. Es war ein gutes Buch und jeder, der sowas gerne liest, ist da absolut richtig aufgehoben. Und ich freue mich auch auf den zweiten Band, keine Frage. Aber ich hätte mir so ein bisschen mehr Spannung gewünscht, wenn ich ganz ehrlich bin. Und nicht so eine naive Cassie. Ich kann mit naiven Frauen zurzeit einfach scheinbar nichts anfangen. Also es ist irgendwie, ja... Ja, kommen wir vielleicht nochmal zu. Ja, und das dritte Buch ist eine Kurzgeschichte von Stephen King, Omi. Und zwar ist die aus den Stories aus Blut. Und zwar gibt es bei Heine eben jetzt eine Aktion, die nennt sich Montag ist King-Tag. Und jeden Montag scheint es da eben eine Kurzgeschichte von Stephen King zu geben, die noch nicht in Deutschland veröffentlicht ist. Omi ist aus dem Jahr 1978 oder 79, kostet einen Euro, 99 Cent, lässt sich, glaube ich, auf jeder Plattform herunterladen und hat eben, wie gesagt, 77 Seiten. Ja, wie bin ich da drauf gekommen? Die liebe Paddy ist ja unser Stephen King-Fan vom Feinsten und ja, sie hat im Grunde davon so ein bisschen erzählt, wobei ich glaube, ursprünglich hat sogar Vilja erzählt, dass sie von Heine... eine E-Mail bekommen hat und auch ich hatte diese E-Mail dann im Postfach und dachte, hey, das klingt ja spannend und so haben wir uns dann an Christi Himmelfahrt ein bisschen zusammengetan und ich verlinke mal die Mädels, also Paddy, Vilja,
Juliet hat mitgelesen, ich glaube auch die liebe Lisa. Ich weiß gar nicht, ob Sabrina mitgelesen hat, aber ich packe einfach mal die Mädels in die Infobox. Und so haben wir am Christi Himmelfahrt am Donnerstag einfach mal beschlossen, wir lesen das ein bisschen zusammen. Und 77 Seiten sind ja auf jeden Fall machbar und so war es dann tatsächlich auch. Und die Geschichte, es ist halt eine Kurzgeschichte, da muss man sich einfach drauf einlassen, dass Stephen King nicht ganz aus den Vollen schöpfen kann. Das kann er natürlich auch erst, glaube ich, immer so bei 800 Seiten ist er dann zu Hause. Aber die Kurzgeschichte wird uns eben erzählt aus der Sicht des 11-jährigen George. Ja, 11. George. Und der zusammen mit seiner Mutter und seinem Bruder bei seiner Oma lebt. Und die Oma ist eben blind und auch irgendwie senil und hat auch irgendwie Anfälle. Und so ganz wird uns das eben nicht erzählt, weil natürlich ein 11-Jähriger das einfach auch alles gar nicht genau weiß. Und deswegen wissen es auch wir als Leser gar nicht so genau. Und sein Bruder hat dann irgendwie einen Sportunfall und seine Mutter muss ins Krankenhaus und muss ihn dann eben mit seiner Omi allein lassen. Und davor gruselt es ihn so ein bisschen. Und es passiert etwas noch Gruseligeres. Seine Omi stirbt, während er mit ihr alleine ist. Und da, ja, wacht dann die Fantasie in einem auf. Es ist eigentlich nichts groß passiert in dieser Geschichte, außer dass es stürmt und die Omi stirbt. Das kann man einfach mal so sagen. Das ist ja auch kein Spoiler, weil das wird auch schon im Klappentext erzählt. Aber Stephen King ist ein Meister und er schafft es, da Sachen einzubauen und einzupickeln, dass es einen gruselt. Ich hatte ganz oft Gänsehaut, kann mir das gar nicht erklären. Und saß wirklich da und dachte, zum Glück hatte ich keine Omi, die gestorben ist. Ich fand es wirklich gruselig. Es war eine Atmosphäre, man wird so reingezogen in diese gruselige Atmosphäre und hat dann eben die Gedankengänge eines 11-Jährigen. Ja. Und wenn man sich einfach vorstellt, wie man selbst mit 11 ist, was einen da vielleicht gruselt, und das wird einem jetzt übermittelt. Ich fand es ganz schrecklich. Ich war froh, dass ich es mehr oder weniger bei Licht gelesen habe. Ja, zum Glück nicht so nachts im Bett. Das hat alle seine Vorteile. Es war eine coole Kurzgeschichte. Also es war eine Kurzgeschichte. Ich hätte mir da auch gerne noch 300 Seiten mehr gewünscht. Das hätte man auch durchaus noch ausdehnen können. Aber es hat auf 77 Seiten tatsächlich gereicht. Also ich kann da gar nichts anderes sagen. Außer, dass es, jetzt ist mir mein Fuß eingeschlafen, außer, dass es gut war. Also, ich glaube, man könnte dann durchaus öfter mal zu einer Stephen King-Kurzgeschichte greifen, auch wenn ich gerade ja gar nicht so im Thriller drin bin, wo ich das ja immer mal ganz gerne lese, aber irgendwie, mich zieht es zurzeit halt einfach zu Fantasy, das ist so. Und ja, aber war gut, war echt gut. Wenn ihr meine Kurzgeschichte lesen wollt und sagt, Mensch, 77 Seiten, das passt gerade, dann ladet euch einfach mal diese Kurzgeschichte runter, die ich wirklich sehr, sehr empfehlenswert fand. Und wie gesagt, die Mädels, mit denen ich mich gemeinsam gegruselt habe, findet ihr natürlich in der Infobox. Und machen wir einen kurzen Cut und dann geht es, denke ich, mit den weiteren Themen einfach weiter. Und dann habe ich bereits Donnerstagabend mit einem Buch gestartet, auf das ich mich gefreut habe schon so, so, so lange und auf das ihr euch noch freuen könnt. Denn es ist, Test Lesezeit. Und ja, die liebe Laura Newman hat Anyone's Die in Paradise fertig und die Testleser sind nun gefragt und wir haben es, glaube ich, Anfang, Mitte letzter Woche zum Lesen bekommen und ich habe Donnerstag gedacht, ach, liest du mal so eine halbe Stunde rein und ich habe tatsächlich, ich würde sagen, so ein Drittel, glaube ich, direkt weggelesen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Seiten es dann tatsächlich hat. Und ich war total drin. Also ihr könnt euch da auf jeden Fall auf was freuen. Natürlich ist es noch nicht in Stein gemeißelt, was da drin steht. Es gibt auch so die ein oder andere Anmerkung natürlich von mir und von den anderen Testlesern. Aber es war, man ist direkt wieder drin. Also man spürt, es geht einfach direkt weiter. Jeder, der Another Day in Paradise kennt, weiß, dass es eigentlich schon ein abgeschlossenes Ende gibt, was aber durchaus eben eine Möglichkeit für eine Fortsetzung hatte und Laura sich ja dann dazu entschlossen hat, eben den zweiten Teil zu schreiben. Also es bleibt dann, soweit ich weiß, auch beim zweiten Teil
Und ja, ich fand es toll. Ich habe mich gefreut, dass es mit dieser Zombie-Apokalypse-Roadtrip weitergeht, weil mir das im letzten Jahr echt gut gefallen hat und mich ja tatsächlich noch zu einem anderen Zombie-Buch inspiriert hat, dann zu lesen. Und fand das echt toll. Also mir hat Another Day in Paradise ja mega gut gefallen. Ihr findet da unten auch mal in der Infobox das Video dazu. Solltet ihr den ersten Teil noch nicht kennen, wird es jetzt also Zeit zuzugreifen, denn der zweite Teil steht mehr oder weniger in den Startlöchern. Ich glaube für Juni, Ende Juni, Anfang Juli ist geplant, dass es dann erscheint, weil es muss ja noch ins Lektorat und ja, unsere Anmerkungen von den Testlesern sollen ja auch noch ein bisschen eingebaut werden und da gibt es sicher immer genügend Zeit. Und ja, aber das Cover ist schon sehr, sehr vielversprechend. Man sieht, dass man aus der Wüste von Texas auf jeden Fall in eine etwas schneegere Landschaft umsiedeln. Und das ist wirklich mega. Auch wenn man rausguckt, eigentlich denkt, ach nee, Schnee will ich erstmal nicht, finde ich das mega cool, dass es im Schnee spielt. Und ja, ich war direkt angetan und hatte auch schon den ein oder anderen Lacher. Und es ist eben auch einfach ein humorvolles Buch. Das klingt immer so nach Komödie, das ist es natürlich nicht. Aber es ist eben so ein trockener, sarkastischer Humor, der mir schon im ersten Teil unglaublich gut gefallen hat. Und es gibt da eben so einfach so ein paar Stellen, die ja, ich musste dann tatsächlich mal losbrüllen. Also das, Laura wird jetzt wissen, was ich meine. Aber ihr bekommt dann natürlich alle Infos dazu, sobald das Buch dann auch raus ist. Es wird von mir auch eine im Bann vom Buch rein Video dann dazu geben, passend zur Erscheinung. Und ja, seid da einfach gespannt und neugierig und fiebert da einfach ein bisschen mit, denn es dauert jetzt auf jeden Fall nicht mehr lange. Dann habe ich diese Woche die Shadowhunter-Serie auf Netflix beendet. Da ist ja die erste Staffel komplett da. Und ich hatte ja lange überlegt, mit Netflix ja oder nein. Und wir nutzen ja jetzt mal den Probemonat, meine Schwester und ich. Und man kann ja da dieses Netflix-Angebot für 9,95 nutzen, dass zwei Benutzer eben zeitgleich schauen können. Und ich glaube, da ist Familie auf jeden Fall inbegriffen. Daher ist das absolut in Ordnung. Und ja, ich habe mir die Shadowhunter-Reihe angeguckt, wurde mir von einer Freundin dann auch empfohlen, die dann eben gesagt hat, Mensch, ist viel cooler als das der Film. Ich muss ja tatsächlich sagen, ich fand den Film gar nicht schlecht. Ich mag ja auch die Buchreihe sehr. Die Serie, muss ich sagen, war gut. Es gibt unglaublich tolle Charaktere darin, auch tolle Schauspieler, die dafür eingesetzt wurden. Ich muss aber ehrlich sagen, ich kann mit diesem Chase-Schauspieler gar nichts anfangen. Und auch mit dem, der Valentine spielt. Die sind für mich überhaupt nicht so, wie sie im Buch dargestellt werden, auch von ihrer Art einfach nicht. Und unser Chase hier in der Serie ist arrogant und man fragt sich, auf was er sich eigentlich was einbildet, was ja beim Chase im Buch ganz anders war, selbst im Film. Also Jason Campbell-Bauer war durchaus ein gelungener Chase, wie ich ja fand. Über alle anderen hätte man sich vielleicht streiten können. Sehr cool finde ich Alec, den Schauspieler, da bin ich echt absolut, das ist ein echter Hottie und er ist ja nur 4 Jahre jünger wie ich, da könnte man tatsächlich mal lächeln. Wobei er ja in der Serie eher auf jung steht, was wieder typisch ist, würden jetzt die Frauen sagen, dass gut aussehende Männer schwul sind. Ist natürlich nicht immer so, aber das Klischee gibt es ja tatsächlich. Und wem ich auch toll finde, ist der Hexenmeister Magnus Bane. Den finde ich echt mega. Also ganz, ganz cool. Ja, mir gefällt auch die neue Clary. Finde ich auch ganz in Ordnung. Wobei ich auch Lily Collins super fand, auch wenn sie nicht akkurat gepasst hat. Aber ich fand, sie hat ihren Job damals gut gemacht. Und ich denke, dazu wird es einfach mal ein Video jetzt in der Woche geben. So ein Buch auf Serie-Vergleich. Vielleicht packe ich auch noch ein bisschen was vom Film mit hin rein. Obwohl, ich glaube, da gab es dann damals schon ein Buch auf Leinwand. Ja, also seid einfach mal gespannt. Ich denke, dass es da Donnerstag einfach mal ein Video dazu geben wird. Und ja, guckt dann einfach mal vorbei. Und dann natürlich die Serie schlechthin, Game of Thrones. Am Montag lief ja die zweite Folge der 6. Staffel. Alle saßen wir vor dem Fernsehen, ich hoffe ihr alle auch, und haben gebannt darauf gewartet, was passiert und ob das große Fragezeichen der 5. Staffel endlich aufgelöst wird. Und ich glaube, wir wurden alle nicht enttäuscht. Es war eine unglaublich tolle Folge, sehr spannend, sehr schnell, mit wunderbaren Momenten, mit gruseligen Momenten, mit ganz harten Momenten. Und ich fand die Folge wirklich grandios. Also hat mich unglaublich vom Hocker gerissen. Ich habe geweint, ich habe gelacht, ich habe mich gefreut. Und ich habe, glaube ich, in einer Szene auch 10-mal hintereinander, nein, das kann er nicht, gerufen. Doch, er konnte dann tatsächlich. Ja, also es war an Emotionen alles dabei. Wir haben ja danach auch unser Hangout wieder gemacht. Nach der ersten Folge waren wir ja auf meinem Kanal.
Und die zweite Folge waren wir bei der lieben Lisa vom Kanal Ex Libris. Lisa packe ich in die Infobox, unseren Hangout. Und am Montag werden wir auch wieder so auf 22.15 dann bei Sabrina vom Kanal Kapitelchen, glaube ich. Ja, hast du deinen Namen da dazu? Nein, ich glaube nur Kapitelchen sein. Also kommt da gerne rum. Ich packe auch ihren Kanal natürlich in die Infobox, damit ihr da montags hinfindet. Und ja, da werden wir dann einfach wir Mädels wieder ein bisschen über die aktuelle Folge plaudern. Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, als Kommentator da einfach ein bisschen mitzureden und dabei zu sein. Und ja, ich freue mich auf die dritte Folge. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie jetzt langsam diese ganzen Fäden, die zusammenkommen, dann auch zusammenbleiben und was sie so für Auswirkungen haben, und bin da einfach neugierig. Also wäre ja auch komisch, wenn es nicht der Fall wäre. Also ich bin neugierig, weiterhin gespannt. Und glaube tatsächlich, dass es die Serie mir sehr schwer macht, nochmal andere Serien gut zu finden. Ich finde das echt. Ja, ich habe ein paar Serienempfehlungen bekommen, gerade für Netflix. Auch meine Schwester und eine Freundin hat mir so ein bisschen was empfohlen. Und irgendwie denke ich, ja, also meine Schwester hat jetzt Revenge, glaube ich, mal vorgeschlagen. Finde ich, klingt auf jeden Fall spannend. Und Reagan finde ich ebenfalls sehr interessant. Ich glaube, ich bin aktuell nicht der Fall, der sich komische Serien anguckt, also irgendwas zum Lachen. Also auch Gossip Girl zum Beispiel, das, auch alles, was in diese Richtung geht, ist, glaube ich, ach, da bin ich einfach zu alt. Will ich nicht. Ich will miträtseln und mitfiebern und ich will 1000 Fragen offen haben, und ich glaube, das kriegt keine Serie mehr so hin. Ich glaube, man ist jetzt einfach versaut, sozusagen nach Game of Thrones. Ja, vierte Staffel die Tudors will ich jetzt auf jeden Fall noch zu Ende gucken. Da habe ich jetzt ein bisschen Pause gemacht, als ich Shadowhunter geguckt habe. Ich meine, der Tag hat auch nur 24 Stunden. Irgendwie blöd, ne? Also man könnte da tatsächlich mehr draus machen. Aber ja, dazu ja, dann auf jeden Fall in der nächsten Woche. Ja, was gab es sonst die Woche? Es war eigentlich schon relativ viel. Also wir hatten ja den freien Tag am Donnerstag, und seitdem ist ja auch mehr oder weniger Frühling, Sommer da. Es ist unglaublich warm draußen, sehr, sehr schön. Die Bäume blühen langsam, die Sträucher, die Tulpen gehen auf wie sonst was. Finde ich wunderschön. Ich liebe das, wenn man so aus dem Fenster guckt. Wir haben gegenüber irgendeinen Baum, der weiß blüht. Keine Ahnung. Und er macht das, glaube ich, tatsächlich immer nur 4-5 Tage, und dann wirft er alles ab. Und dann sind die Blüten am Boden und irgendwie ist es blöd, ne? Also das ja, ist halt dann leider so. Aber super, super schön. Und ich liebe das, wenn man morgens aufwacht und es ist hell und man hat blauen Himmel. Und gestern hatte ich dann tatsächlich schon das erste Mal meine offenen Schuhe an. Also ich liebe ja diese Birkenstock-Kopien, sage ich mal, die vorne halt sehr viel Fuß frei haben und halt vorne so... Ja, ihr kennt die bestimmt alle, ansonsten guckt mal auf Instagram, da habe ich die auch immer schon mal gezeigt und fand das toll, dass ich die gestern echt anhatte, und heute Abend wird schön gegrillt und morgen ist ja Muttertag, mal gucken, was wir da bei dem schönen Wetter so machen. Und ja, ansonsten guckt mich gerade meine Katze an und denkt sich, hallo Fröschen, ich sitze hier neben dir, beachte mich. Und ich denke mir, nein, aber doch, muss man schon mal hingreifen, ne? Ja, und dann schnurrt es auch gleich schön. Oh. Ja. Ja, ansonsten gab es, glaube ich, die Woche, ja, was sollte ich auch noch anders tun, neben lesen und Serien schauen, blieb ja gar nicht mehr so viel übrig. Und ja, ich glaube, so war es dann tatsächlich. Also, was zumindest so büchertechnisch irgendwie der Fall war, ja, ich glaube, so mehr gab es gar nicht, was noch so erzählenswert jetzt wäre. Ja, mein Leben besteht aus Arbeit, Serie und Buch und Katzen, mehr gibt's nicht. Sozusagen. Könnte man jetzt den Eindruck gewinnen, aber es gab tatsächlich zwei Abende, wo ich einen Abend gestern wunderbar verbracht habe, vielleicht auch Gläschen zu viel Sekt getrunken habe, und ja, aber das ist ein anderes Thema. Ja, ich glaube, es war soweit für die Woche, war auch, glaube ich, genug Geblubber für einen Tag oder für ein Video. Und ja, was erwartet euch nächste Woche? Es wird am Dienstag ein Video geben zu Ausmalbüchern für Erwachsene. Da habe ich mich schneidetechnisch total verschätzt und ja, für 2 Minuten Sequenz unglaublich viel Filmmaterial verwendet. Seid da einfach mal gespannt, und ja, nach dieser Schneidearbeit kommt sozusagen das eigentliche Video zum Thema Ausmalbücher, das ich ja zurzeit ja sehr, sehr gerne auch noch mache. Ich habe tatsächlich noch ein Hobby, Ausmalen.
Und Donnerstag, glaube ich, tatsächlich wird es ein Video zu der Shadowhunter-Reihe geben. Habe ich jetzt noch nicht gedreht, wird aber auf jeden Fall noch folgen. Hat ja bis Donnerstag noch ein bisschen Zeit. Und ja, Montag, wie gesagt, guckt bei unserem Hangout vorbei. Ihr findet alles in der Infobox oder guckt euch das Hangout von der ersten Folge oder der zweiten Folge an, wenn ihr es schon gesehen habt. Das ist natürlich immer Voraussetzung. Es wird definitiv gespoilert. Wir gehen wirklich die Serie durch, die Momente und erzählen darüber. Also dementsprechend solltet ihr die Serie natürlich auch gesehen haben, bevor ihr in das Video klickt, weil sonst ist natürlich akute Spoilergefahr. Und nachdem ich meine Katze gerade anblinzel, ich denke, es soll heißen, ich habe noch kein Mittagessen, es wird Zeit, gebe ich ja absolut recht. Wünsche ich euch ein tolles Wochenende morgen, einen schönen Muttertag oder heute, je nachdem, wann ihr natürlich das Video seht oder ihr hattet vielleicht schon einen schönen Muttertag. Lasst es euch auf jeden Fall gut gehen. Wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video und ich wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Steffi.